Oh, herzlich willkommen Leute, zurück beim Let's Play Assassin's Creed 3, die Tyrannei des König Washington. So, dann machen wir jetzt mal hier gerade mal weiter an unserer Hauptquest. Denn wir wollen ja noch eines Tages fertig werden, eines schönen, wundervollen Tages. Genau. Ups, da sind wir schon richtig. So, ich glaube, Dingsbums Thomas Jefferson. Genau, der müsste es eigentlich sein. Was war das? Mein Freund Paul Revere wird seit 3 Tagen vermisst. Dieser Soldat hat gerade auch das Verschwinden seiner Frau und seines Sohnes bestätigt. Das tut mir leid. Revere war ein fähiger und wertvoller Mann. Er versuchte, die Umklammerung der Stadt zu lockern. Viertel um Viertel gewann er das Vertrauen und die Unterstützung der Bewohner. Ich setze Reveres Arbeit fort, um die Stadt zu mobilisieren. Wenn die Bewohner mit uns kämpfen, können wir Washington durch einen anderen Führer ersetzen. Dieses Land muss vom Volk regiert werden. Auf diese Blickszene hätten sie doch eigentlich auch ja, verzichten können. So, durch Beendigung von Aufträgen in New York für Unruhe sorgen. Okay, gut, machen wir. Einen Blaurock mit einem Wurfpfeil auf offener Straße hängen. Okay, das war jetzt mein Schuss in Ofen, deswegen. Bupfala! So. Okay. Das ist nicht genug zivile Unruhe. Na, vielleicht geht das jetzt aber auch, während wir uns im Kampf befinden. Ja, funktioniert. Und zack. Bam. Und den hier noch. Jawohl. So, okay. Ah, da gibt es jetzt noch mehrere. Ein Blaurock-Offizier einfach nur ermorden. Okay. Und zack. Und zack. Und zack. Wow. Krass! Ach komm, hau ab. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ich auch nicht. Und du bist auch noch dran. Und zack. So. Der hat auch nicht genug. Oh. Okay. Gut, wir sind aus dem Kampf entkommen. So, der ist tot. Nehmen wir einen Wolfsmantel und fliehen so. So, damit müsste es eigentlich schon gegessen sein. Ist es auch gut. So, jetzt müssen wir weitermachen. Gehen wir mal hier drüber über diesen Zaun da. Ich hoffe, man hört meinen Atmen nicht so laut. Das Mikrofon hat einfach keine Geräuschunterdrückung. Dummer Käse, Alter. Was ist das? Das wird den Töte. Sag die Wahrheit, verdammt! Ach, ich scheiß auf den. Ja, ich weiß, dass der getötet wurde. Ich war's ja auch. Egal, egal. Ein Stadtschreier kann ich nicht einfach nur mit Fäusten töten, wenn da lauter Wachen drumrum sind. Ist ja langweilig. Sodele, wo können wir denn als nächstes hin? Die Kanone da wollte ich, die muss man glaube sabotieren oder sowas, keine Ahnung. Was ist das? Ach ja, genau, wieder ein Blaurock-Soldat töten. Aber wir machen jetzt mal einfach mal das mit dem Hängen. Hängen. Oh shit, Mikrofon zu nah an der Gosch. Okay. Mal sehen, vielleicht ist das jetzt eine passable Tonlage. Tonleiter.
Ton auf. Okay, mal gucken. So. Jetzt höre ich mich halt mal so an. Und da hoch. Dann noch auf das Dach da. Den hier nehme ich mir. So. Die Washington-Statue zerstören. Ach du Scheiße. Die ganze Statue zerhauen oder was? Mit den Händen? Schnell unsichtbar machen, geschwind. Wieder auftauchen und nochmal unsichtbar. So. Okay, wie zerstöre ich die? Ach, die Bärenkraft einsetzen. Haha. Okay. So, die Statue ist kaputt und die Typen da auch. Deswegen gehe ich jetzt mal zu meinem nächsten Hängopfer. Ah, Wurfpfeil geschwind ausgewählt. Wir haben nur noch zwei Stück. Egal, läuft. Ja, blöde Sache, hier ist keiner. Dann hat noch mal eine Statue, hätte ich jetzt mal so gesagt. So, ist mir jetzt Latte. Ach, das ist ein Tipp, den ich mit der Faust töten muss. Sag die Wahrheit, verdammt! So! Weißt du, was jetzt passiert? Mit Franklin sprechen. Ah, okay, habe ich jetzt für genügend Unruhe gesorgt, oder wie ist das? Okay, dann ist ja gut. Dann weiß das Volk jetzt mal, was Washington eigentlich für ein Penner ist. Oder ich hoffe, dass sie es zu würdigen wissen, was ich hier eigentlich mache. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ach, das ist mir jetzt einfach zu langsam. Ich nehme jetzt mal den Adlerflug. Hui! Hui! Also, das nächste, was ich mir kaufe, ist ein Mikrofon mit... für mindestens 60 Euro oder sowas in der Art. Ich glaube, eine bessere Idee. So! Okay, wir gehen mal mit dir mit. Washingtons Rede anhören. Cooler Apfel auf dem Rücken. Geh weg. Bürger der Vereinigten Staaten, ich stehe vor euch als demütiger Mann. Wenn ich auf dieses weite Land schaue, sehe ich jeden von euch leiden. Ja, jeden. Ihr müht euch ab für ein besseres Leben, eine bessere Zukunft, ein besseres Amerika. Ein jeder von euch opfert sich auf, versklavt sich für dieses große Land, für die Freiheit. Und ich sage es euch ehrlich, eure Opfer inspirieren mich. Sie sollen nicht umsonst sein. Oh, komm. Ist das euer Ernst? Ich weiß, dieses Leben ist schwer. Die Unbill des Krieges, Nahrungsengpässe, Verbrechen, das entstandene Leid durch Jeffersons aufständische Mörder. Aber wir haben ein höheres Ziel, das uns vereint und über diese nichtigen Probleme erhebt. Für uns ist die Auslöschung dieser Rebellen nur ein Vorgeschmack auf unsere glorreiche Zukunft. Ihr Idioten! Mein Volk, während ich hier stehe, spüre ich den Schlag der 4 Millionen Herzen unserer Nation in meiner Brust. Heute
verkündige ich euch das große Projekt dieses Volkes. Wir heben riesige Armeen aus. Wir erschaffen eine mächtige Armada. Und schon bald marschieren wir gegen unseren ärgsten Feind, England. Wir fallen über seine Küsten her und tränken seine Felder in Blut. Englische Knochen werden Schrot in unseren Mühlen und das englische Volk werden wir versklaven. Jeder von euch wird vom Schweiß seiner Arbeit profitieren. Unsere Nation soll ihren rechtmäßigen Platz an der Spitze einnehmen. Als souveränstes Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht euer Ernst. Findet ihr noch gut? Durch Beendigung von Aufträgen in New York für zivile Unruhen sorgen. Ach, okay, das ist nur so ein Zwischending gewesen. Ja, okay. Denn es muss erstmal klar werden, dann durch meine zivilen Unruhen, dass das absolut nichtig ist, was der Typ da macht, was dieser Vollidiot von Washington da eigentlich vorhat. Aber das macht dann ja nichts aus. Die wollen's ja. Oh, Gottes Willen, ey. So, mir ist das jetzt egal. Erwischt mich halt. Stimmt, da ist wieder so ein Fauschtür. Sag die Wahrheit, verdammt! Geh! Bitch! Zack! Bam! Boah! Yeah! Bitch! Zack! Zack! Und zack! Boah! Ultimativ, Mann! So, da drüben soll ich noch einen killen. Mach mal. Stopp! Ah! So. Shit, das wollte ich, genau. Ui, haben wir ganz schön viel erreicht schon, ha? Den Rebellenanführer eskortieren, nö, nö. Das will ich jetzt auch nicht. Ich lieber den Stadtschreier verprügeln, das geht einfacher. Der große Reichtum, den wir... Sag die Wahrheit, verdammt! Ja... Einer von euch, was passiert ist. Alles Lügen! Der König beschützt euch! Der König beschützt euch eben nicht. So, dann noch einen Offizier erlegen. Erhebt euch gegen ihn! Es tut mir leid. So. Hoffentlich bin ich jetzt laut genug, Alter. Sonst kotze ich an. Und. Ich öffne dir den Bauch. Du gehst nirgendwo hin. Und du steckst mich nicht in den Bauch. Allem was recht ist, also. Das gibt's ja nicht. Dass sie sich das getrauen, sowas zu sagen. Da drüben ist jetzt noch ein Stadtschreier, der wird jetzt glaube ich auch der letzte sein. Und unserem König und Beschützer danken. Wie ehren. Heute ist ein Tag, an dem wir unserem König und Beschützer danken. Wie ärmlich unsere Habe. Sag die Wahrheit, verdammt. Au. Hey, du hast doch keine Chance gegen mich, Alter. Ich hab Power. Zack. Fertig. Zum Markt gehen und die rebellierenden Einwohner von New York beobachten. Okay. Da freue ich mich doch jetzt mal richtig drauf. Wenn es gehen würde. So. Okay. Direkt dorthin geflogen. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was jetzt mal Sache ist. Nieder mit dem König!
Kämpft für die Freiheit! Ja, das klang doch jetzt schon besser. Gab es ja nicht irgendwelche optionalen Ziele? Nee, gut. Ja dann! Einmal jedes machen wäre doch eigentlich ein gutes optionales Ziel gewesen, oder? Oder sowas in der Art. Naja, egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann, ciao!